Sanitärlernen.ch, Marcel Itten, und du interessierst dich dafür, wie funktioniert der Wasserkreislauf und wie ist das Wasser auf der Erde verteilt. Nun, der wichtigste Antrieb im Wasserkreislauf ist die Sonne. Die Sonne erwärmt die Erdoberfläche. Auf dieser Erdoberfläche hat es Seen, Flüsse, aber auch Waldgebiete. Und in diesen Waldgebieten, Seen und Flüssen ist die Feuchtigkeit gespeichert. Und die einstrahlende Sonne lässt diese Feuchtigkeit verdunsten. Das ist ein physikalischer Prozess. Und die Feuchtigkeit steigt mit der Erwärmung nach oben und sammelt sich dann irgendwann langsam in oberen Luftschichten. Es entstehen so kleine Quellwolken, das sind die freundlichen, wo man in der Badeanstalt noch ruhig weiterliegen bleibt. Das sind so diese weißen Schleierwolken, da ist alles noch in Ordnung, da muss man noch nicht zusammenpacken. Aber mit fortschreitendem Tag ist es in der Regel so, dass diese Wolken sich ein bisschen verdichten. Es steigt immer mehr Feuchtigkeit empor, die Wolken werden größer und sie werden auch in der Regel von Winden irgendwo in andere Gefilde getrieben. In unserem Fall ist das jetzt hier so ein Bergmassiv. Und wenn die Wolke dann in diesem Bergmassiv angekommen ist, dann kühlt sie sich ab. Wenn sich diese Wolke abkühlt, das kennen Sie am Morgen, wenn Sie in einem Fahrzeug sitzen, zum Beispiel im Winter, die warme Luft, die Sie ausatmen, die kondensiert an der kalten Scheibe des Autos. Genau das Gleiche passiert auch mit der Wolke, nämlich sie kondensiert aus und entsprechend, wenn diese Wolke auskondensiert, entsteht hier Regen und dieser Regen fließt natürlich in kleine Bächen und etc. in Seen und letzten Endes auch wieder zurück ins Meer. Das heißt, die Feuchtigkeit kommt ebenso wieder auf die Erde zurück. Es sammelt sich, wie schon angedeutet, hier in Seen und Flüssen. Die Gewässer werden immer größer. Am Schluss fließt dieses Wasser, wie schon gesagt, eben ins Meer zurück, sorgt dafür, dass wir dort auch natürlich einen konstanten Salzgehalt haben, weil das Salz bleibt ja immer im Meer drin. Aber das Wasser fließt immer wieder nach und so haben wir einen schönen Kreislauf. Nun, was man nicht vergessen darf, ist nicht alles Wasser, was ins Meer fließt, sieht man auch. Ein sehr großer Teil ist unterirdisches, sogenanntes Grundwasser, und das fließt dann eben unterirdisch auch wieder zurück in Flüsse, Bäche, Seen etc. und wird dem Kreislauf immer wieder zugefügt. Für uns ist das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil hier ein Teil der Trinkwassergewinnung stattfindet. Nun, die Verteilung des Wassers auf der Erde, man würde ja denken, ja, wenn man die Erde anschaut, hier, ich habe es mal kurz aufgezeichnet, hat da relativ viel Wasser. Also ein Großteil hier ist blau und nun würde man ja denken, das reicht für alle. Das Problem ist aber, dass ein Großteil dieses Wassers leider aus Salzwasser besteht. Und Salzwasser, das wissen Sie, das können wir nicht trinken. Also das heißt, wenn wir das mal anschauen, übrig bleibt noch so ein kleiner Spickel und dieser kleine Spickel, diese 2,5% sind dann eigentlich noch Süßwasser, welches für uns eben zur Verfügung steht. Und diese 2,5%, das sind die, die hier in der Schwebe sind, also die befinden sich da irgendwo in Flüssen, Seen oder eben in der Verdunstung. Sobald es wieder hier hineinfließt, sprechen wir natürlich wieder von Salzwasser. Nun, Sie wissen es, wir haben zwar schmelzende Gletscher und entsprechend ist auch dort immer weniger Süßwasser gespeichert, aber es sind immer noch so um den Dreh rum etwa 2% dieses Wassers ist gespeichert in, als Eisform an den Polen. Also das heißt, von diesen 2,5% Trinkwasser, die wir haben, ist auch noch 2% als Eis gefroren und das kann man in dem Sinne auch nicht trinken direkt als Trinkwasser. Und von daher haben wir dann am Schluss eigentlich effektiv über, so dass man es direkt trinken kann, noch gerade einmal 0,5% Trinkwasser. Jetzt würde man sagen, ja, das ist immerhin 0,5%, das ist sicher eine große Menge, weil offensichtlich reicht es ja für viele, aber das Problem ist, laut Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen ist von diesen 0,5% ein Großteil auch noch verschmutzt und bedroht, so dass man davon ausgeht, dass eigentlich nur gerade 0,07% echtes Trinkwasser ist. Also sprich,
kann man nehmen und trinken, ohne dass man da mit großen finanziellen Mitteln das aufbewahren muss. Und darum ist es für uns als Sanitärinstallateure relativ wichtig, dass wir mit diesem Gut rücksichtsvoll und sorgsam umgehen.